unserer Pressekonferenz nach unserem Auswärtsspiel beim SK Rapid Wien. Andi, bitte um dein Statement zur heutigen Partie. Schlussendlich muss man Rapid gratulieren. Sie haben, glaube ich, das vierte Mal jetzt 3-0 gewonnen. Ich bin aber sehr, sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Jeder, der erwartet hat, dass wir hinten drin stehen, glaube ich, hat gesehen, dass wir von der ersten Minute an extrem hoch gepresst haben und es immer wieder geschafft haben, ganz einfach Rapid zurückzudrängen, und sie haben dann einfach mit langen Bällen agieren müssen. Also das war unser Ziel, das haben wir sehr, sehr gut erreicht, sind dann unglücklich mit der Standardsituation in Rückstand geraten. Dann ist es schwieriger geworden natürlich, und dann sind wir aber trotzdem, haben wir eine Doppelchance gehabt, wo wir das 1 anschießen hätten können. Haben wir leider nicht gemacht und dann durch einen individuellen Fehler leider in einen Konter gelaufen, und den hat Rapid dann eiskalt genutzt zum 2-0, und dann war es eigentlich vorbei. Dankeschön. Gibt es Fragen eurerseits an unseren Cheftrainer? Grüß dich. Muss man sagen letztendlich, dass es doch ein Qualitätsunterschied ganz einfach ist? Oder? Ja, das kann man gern so sagen. Wenn du kleiner Verein bist wie SV Ried und nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Ich meine, Rapid hat es auch lange Zeit nicht so gehabt, wie man es für den Verein wünscht natürlich, aber trotzdem liegt es noch weit, weit über dem, was wir für Möglichkeiten haben. Und darum ist es ganz einfach David gegen Goliath zu spielen, das ist so. Und speziell, wenn man dann hier in Hütteldorf spielt, sind die Fans natürlich überragend, weil sie die Mannschaft noch mal ein Stück weiter tragen. Aber ich habe es ja jetzt schon bei den ganzen Fernsehinterviews gesagt, es war heute so, dass wir eigentlich über 90 Minuten, glaube ich, keinen einzigen Freistoß gekriegt haben. Also es wurde eigentlich jede Kleinigkeit, ich sage, es war nichts Großes dabei, so 11 Meter oder irgendeine Fehlentscheidung oder so, aber jede Kleinigkeit, was wir gestoßen haben, wurde gepfiffen, was Rapid gestoßen hat, wurde nicht gepfiffen. Wir haben 5 Eckbälle gehabt, 4 wurden uns abgepfiffen. Das sind die Möglichkeiten für kleine Vereine, aus Standardsituationen auch gefährlich zu werden, aber wenn du von 5x4 abpfiffen wirst, sind wir bei 20%, wenn ich mich nicht täusche, die überbleiben, und dann wird es schwierig. Aber trotzdem, ich will nicht das als Ausrede nutzen. Rapid hat verdient gewonnen, weil sie einfach im Umschaltspiel dann eiskalt waren und die Klasse einfach haben, wie du sagst, und dass sie diese Aktionen fertig spielen können. Aber meine Jungs haben es richtig gut gemacht, und bei Rapid zu verlieren ist keine Schande. Wir wollten von Anfang an aktiv sein, es ist uns gelungen, und schlussendlich dann am Ende verdient verloren. Gibt es weitere Fragen? Warte, Mikrofon. Gewonnene Zweikampfquote, also war glaube ich 38% zu 62, wurscht oder erklärbar? Also Norman, mit der Auslegung ist es völlig wurscht, wer da was gewonnen hat. Jeder, der abpfiffen wurde, ist heute nicht als gewonnener Zweikampf, also waren wir gewesen über 50 wahrscheinlich. Ist so, also das war unfassbar. Das gehört zum Fußball dazu, da wird am Leiberl gezogen, beide Mannschaften, also das geht ja nicht gegen die Rapid-Spieler, die machen dasselbe wie wir. Bei uns wurde alles abgepfiffen und bei einer wurde nichts abgepfiffen. Und das über 90 Minuten akkumuliert sich auf genau solchen Wert dann. Und dann kannst du da einfach nicht gewinnen, das ist so, oder nichts holen. Aber das ist, wie gesagt, nebensächlich, wir haben die Chance gehabt, den Ausgleich zu machen. Und wir haben uns das zweite Tor selber geschossen. Und das sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied dann ausmachen. Und das sind die Dinge, an denen wir uns orientieren müssen. Da müssen wir lernen. Aber wie gesagt, bei Rapid darf man verlieren. Das ist jetzt nicht das große Problem. Bomber, Mikic, vorn drinnen, wie zufrieden mit den beiden gewesen? Mikic finde ich sehr, sehr gut. Hat Rapid vor große Probleme gestellt im 1 gegen 1. Und beim Bomber, ja, solide Leistung, ist nicht seine klassische Position von, aber ist seit Wochen eigentlich im Training einer der auffälligsten, und darum war mit dem zufrieden, es hat gut gepasst. Und für unsere Verhältnisse haben wir ein sauberes Spiel gemacht. Was war die Überlegung beim Systemwechsel dann von 3 bzw. 5er Ketten defensiv auf die 4? Ja, einfach, dass wir 2 Stürmer noch haben, dass wir 2 Außenspieler haben, einfach 4-4-2, nur einen Offensiven mehr. Das haben wir einfach probiert. War egal, ob das hat nicht viel dazu beigetragen oder viel geändert. Zum Schluss haben wir sogar mit Raute gespielt. Das heißt, wir wollten 5 Offensive haben, weil wir gesagt haben, es ist eh schon egal, ob wir da reinrennen, und dann rennen wir halt leider in einen Konter. Noch ein Autoentwurf für uns und einen missglückten Rückpass zum Tormann, und dann war es vorbei. Weitere Fragen? Gut. Hast du irgendwie Beziehung zu den Unge-Edlinger gehabt? Wie ist das?
Fuß? Oder ja, ich habe ihn sehr, sehr lang und sehr, sehr früh gekannt. Ich war ja schon mit 17, 18 bei Rapid damals. Und da war er noch Finanzchef und hat mir auch geholfen, auch, glaube ich, bei einer Wohnung, so ich hätte mich erinnern kann. Und dann hat es eine zweite Geschichte gegeben, wo er Präsident war und wo ich ein Kandidat war für den Sportdirektorposten und war ich beim Hearing am Schwechater Flughafen und da ist er mir gegenüber gesessen, ganz einfach. Also das war das zweite Mal, dass ich sehr, sehr nahen Kontakt gehabt habe und ja, fantastischer Mann gewesen und ich hoffe, er schaut runter. Gut. Ausgerechnet der Grülli das Tor gemacht, das 1-0 Kommentar zu seiner Leistung zum schönen Tor. Grülli? Ja, Grülli ist ein fantastischer Spieler. Ich glaube, er war heute nicht so stark, wie ich ihn kenne, weil sonst hätte uns mehr Probleme bereitet. Aber natürlich, bei der Chance war er da und hat es dort gemacht. Haben wir aber auch schlecht verteidigt, muss man sagen. Und ansonsten, ja, ich mag ihn, ich stehe auf ihn, er ist ein sensationeller Bursch als Mensch und ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, es hat Rapid schon in den ersten Spielen, seit er da ist, gesehen, dass er extrem wichtig ist und auch schon einige Tore gemacht hat. Also, ja, für mich ist er unverzichtbar für Rapid, denke ich. Und es wird noch viel, viel besser werden. Sonst noch Fragen? Gut, dann Dankeschön. Dankeschön.